Warum hebt eine Kita plötzlich die Elternbeiträge an? Warum gibt es keine Busverbindung zwischen Dömitz und Dannenberg? Und wie kommt es, dass eine Gemeinde den B-Plan für Ferienwohnungen gar nicht finanzieren kann? Mit vielen durchaus komplexen Fragen wurde die Ministerpräsidentin am 25. November beim traditionellen Bürgerforum in Hagenow konfrontiert. Nicht immer hatte sie auch eine passende Antwort parat. Deshalb musste Manuela Schwesig zunächst einmal mit den wichtigsten Botschaften anfangen. Das sind für mich immer die drei großen Themen: gute Arbeit, gute Löhne, Unterstützung für Familien und natürlich auch der soziale Zusammenhalt, insbesondere auch in Richtung ältere Generation im Bereich Rente. Ab dem 1. Januar 2020 gibt es in Mecklenburg-Vorpommern kostenlose Kitas für alle. Darauf ist die ehemalige Bundesfamilienministerin besonders stolz. 100.000 Kinder profitieren davon. Mit zusätzlichen 130 Millionen Euro jährlich vom Land sollen die Elternbeiträge komplett übernommen werden. Nun ist das große Schulbauprogramm an der Reihe mit einem Investitionsvolumen von 350 Millionen Euro. Wir brauchen nämlich vor allem Lehrer in der Grundschule, da haben wir die größten Altersabgänge in den nächsten Jahren. Und wir alle wissen, dass es zwar schön ist, wenn die Kinder in eine gute Kita gehen, Kindergarten, super vorbereitet werden, und dann ist die Einschulung und nachher heißt es, Klassenlehrer ist nicht da, weil wir keine Lehrer mehr haben. Das geht nicht. Und deshalb haben wir uns entschieden, jetzt die Ausbildungskapazitäten im Land zu erhöhen. Also wir werden mehr ausbilden und ganz entscheidend, wir werden die Grundschullehrerinnen und Lehrer zukünftig genauso besser bezahlen und genauso gut wie alle anderen Lehrerinnen und Lehrer. Das nächste stolze Ziel wäre dann die Grundrente für alle. Auf Bundesebene gibt es bereits politische Mehrheiten, die sich dafür einsetzen. Die Grundrente muss kommen, aber wann? Ist auch besser, wenn Sie nicht alles selber wissen, was es da in Diskussionen gibt. Bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt einen guten Kompromiss zur Grundrente haben, dass wir durchgesetzt haben, dass die Menschen, die auf 35 Beitragsjahre kommen, also dann kann eben auch eine Zeit der Arbeitslosigkeit dabei sein, und auf 35 Beitragsjahre kommen, dazu zählen auch Zeiten der Kindererziehung und Pflege, das ist vor allem für Frauen wichtig, am Ende eine höhere Grundrente haben als diese Grundsicherung bis zu 900 Euro, je nachdem, wie es dann berechnet wird. Aber warum nur hebt eine ASB-Kita so plötzlich die Elternbeiträge an? Und wo bleibt eigentlich das Geld? Die Wohlfahrtsverbände in Mecklenburg-Vorpommern werden ohnehin kritisch beäugt. Was sagt die Ministerpräsidentin dazu? Und deshalb wäre auch meine Bitte, ich weiß nicht, ob der stellvertretende Landrat das mitnehmen kann in diesem Fall, dass man sich das einmal zusammen anschaut, weil wie gesagt, also ich glaube immer, wenn es alles seine Richtigkeit hat, dann muss man auch überhaupt gar keine Sorge haben, das offenzulegen, weil man in der Regel auf Eltern trifft, die es dann auch verstehen. Und das wäre meine Bitte, dass das nochmal miteinander auch geklärt wird. Nach einem Jahre- und sogar jahrzehntelangen Kampf konnten schließlich die Ausbildungsgebühren für angehende Erzieher und Altenpfleger komplett vom Staat übernommen werden. Hinzu kam auch Ausbildungsvergütung. Außen vor sind leider Berufe im gesundheitlichen Bereich geblieben, wie Ergo- und Physiotherapeuten. Ungerecht, sagen dazu die Eltern. Ich verstehe alle anderen im medizinischen Beruf, die sagen, Logopäden, Ergotherapeuten, das wäre für uns auch wichtig, und will mich auch für diesen Grundgedanken einsetzen, weil ich es bei den anderen auch für richtig fand, gebe aber ehrlich zu, dass ich nicht die Möglichkeiten habe, im Landeshaushalt das jetzt in diesem medizinischen Bereich zu machen. Das ist etwas, was wir weiter thematisieren müssen mit den Krankenkassen, weil zu meinem Prinzip gehört auch, dass ich nur die Dinge verspreche, die ich kann. Doch warum nur fährt kein Bus zwischen Dömitz und Dannenberg? Auf diese Frage hatte Manuela Schwesig zunächst einmal keine Antwort. Ähnlich erging es wahrscheinlich auch den anderen Regierungsmitgliedern, die in diesen Tagen auch an den Bürgerforen im Rahmen der Veranstaltungsreihe Landesregierung vor Ort teilnehmen. Somit wird das gesamte Kabinett für das nächste Jahr schon einiges auf dem Hausaufgabenzettel haben.